Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie schon einmal die Frage gestellt, wie das Leben der frühen Christen in sozialer, ganz konkret in ökonomischer Hinsicht aussah. Was waren das für Menschen? Waren das mehrheitlich arme Menschen? Handelt es sich um kleine Händler und Handwerker, die jeden Tag aufs Neue um das wirtschaftliche Überleben ihrer Familien kämpfen mussten? Oder waren unter ihnen auch erfolgreiche Kaufleute, mittelständische Unternehmer? Und gab es vielleicht sogar durchaus reiche frühe Christen? Falls Sie sich diese Frage schon einmal gestellt haben, dann sind Sie damit nicht ganz allein. Die Frage nach der sozioökonomischen Zusammensetzung frühchristlicher Gemeinden ist nämlich seit über einem Jahrhundert in der neutestamentlichen Wissenschaft immer wieder gestellt worden. Und dabei kam es zu recht unterschiedlichen Antworten. Ich möchte Sie heute deshalb einmal mitnehmen auf eine kurze, 9 Minuten habe ich noch, Reise durch die Geschichte der Antworten auf diese Frage, um so dann selbst den Versuch einer Beantwortung zu unternehmen. Dabei konzentriere ich mich auf die Gemeinden, über die wir am meisten wissen und die deshalb auch in der Forschungsdiskussion die zentrale Rolle einnehmen, nämlich um die Gemeinden, die der Apostel Paulus gegründet hat. Eine biblische Schlüsselstelle ist seit jeher dieser Vers aus Paulus' 1. Korintherbrief. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Adolf Deismann bezeichnete diese Stelle in seiner erstmals 1908 erschienenen wegweisenden Studie Licht vom Osten als das Wort des Zeltmachers über die Herkunft seiner Gemeinden aus den Unterschichten der Großstädte. Diese soziale Zuordnung der frühen paulinischen Christen sollte über einen langen Zeitraum prägend werden. Allerdings gilt es zu beachten, dass Deismann im Kontext dieser eher plakativen Aussage durchaus differenziert und ausdrücklich von unteren und mittleren Schichten redet. Diese Differenzierung weist ein Stück weit auf etwas voraus, was sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als sogenannter New Consensus, als neuer Konsens etablieren sollte. Hierbei wird davon ausgegangen, dass in den frühen christlichen Gemeinden durchaus ein gesellschaftlicher Querschnitt vorliegt. Einem großen Anteil armer Menschen stehen Menschen mit gehobenem Wohlstand, vielleicht sogar einzelne Mitglieder der Eliten gegenüber. Maßgeblich verbunden ist diese Sichtweise in der deutschen Forschung mit dem Namen Gerd Theissen. Theissen hatte 1974 seine Aufsatzstudie vorgelegt, Soziale Schichtung in der korinthischen Gemeinde. Und hierin untersucht er vor allem die in den Korintherbriefen und der Apostelgeschichte begegneten Einzelpersonen, und zwar hinsichtlich deren sozialer Stellung. Er kommt aber zu dem Ergebnis, dass es sich bei ihnen vor allem um Menschen mittlerer und höherer Schichten handelt. Dies verbindet Theissen jedoch mit der Annahme, dass diese Menschen aufgrund ihrer Rolle in der Gemeinde in Paulus' Briefen überrepräsentiert seien. Man müsse also trotz dieses Befunds davon ausgehen, wir haben mehrheitlich arme Menschen in der Gemeinde. In der aktuellen Forschung mehren sich nun aber Stimmen, die das Bild von insbesondere aus Unterschichtsangehörigen bestehenden Gemeinden in Frage stellen. Der vielleicht prominenteste Kritiker dieser Sichtweise ist Markus Oehler, Professor für Neues Testament in Wien. Speziell für die Gemeinde in Korinth geht Oehler in einer kurzen Studie zu den paulinischen Gemeinden davon aus, dass, Zitat, zu ihr keine Personen gehörten, die unter dem Existenzminimum lebten und von der Versorgung durch vermögende Gemeindeglieder abhängig waren. Etwas zurückhaltender formuliert das Oehler in seiner Geschichte des frühen Christentums und die ist vielleicht den Studierenden unter ihnen schon einmal untergekommen. Und da heißt es dann, die Gemeinde bestünde zum überwiegenden Teil aus Angehörigen moderater Einkommensschichten
Offenbar waren nur wenige oder gar keine ärmeren Mitglieder. In beiden Fällen erfolgt nun aber eine erhebliche Verschiebung gegenüber der klassischen Sichtweise auf die Mehrheit oder den Großteil der Gemeindeglieder. Mein Versuch einer Antwort. Zunächst, mit 1. Korinther 1,26 dürfte man bei einer Rekonstruktion der sozioökonomischen Situation nicht weit kommen. Eine soziologische Auswertung dieser Stelle sieht sich nämlich mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert. Was meint denn eigentlich nicht viele? Ist nicht viele Weise, nicht viele Mächtige und so weiter rhetorisch zu verstehen, im Sinne ja eigentlich gar keine? Oder müssen wir nicht viele wörtlich verstehen, also doch der ein oder andere Weise nach dem Fleisch, der ein oder andere Mächtige, der ein oder andere Vornehmen? Die zweite Schwierigkeit, Reiche und Arme werden hier an dieser Stelle nicht explizit erwähnt. Auch im gesamten Kontext spielt Reichtum und Armut keine nähere Rolle. Man wird infolgedessen sorgfältig die weiteren Informationen aus Paulus' Briefen auswerten müssen. Und um eine solche Auswertung und die Möglichkeiten, die dabei bestehen, hier etwas konkreter zu machen, habe ich zum Abschluss zwei Textbeispiele. Das erste, 2. Korinther 8, aus einem der sogenannten Kollektenkapitel des 2. Korintherbriefs. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab. Paulus motiviert mit diesen Worten die Korinther dazu, sich an der Kollekte zur Unterstützung der Jerusalemer Gemeinde zu beteiligen. Eine Motivation zur Teilnahme an der Kollekte unter Verweis auf den eigenen Überfluss wäre nun aber geradezu zynisch, wenn die Angeredeten in Armut lebten. Es ist daher schwer vorstellbar, dass sich Paulus hiermit an vorwiegend arme Christusgläubige in Korinth richtet. Hinzu tritt eine Auffälligkeit, auf die auch Markus Oehler hinweist. In den ganzen Zusammenhang mit der Kollekte geht Paulus an keiner Stelle auf das potenzielle Gegenargument ein: Wir in Korinth haben doch selbst Arme, die wir versorgen müssen. Wenn es aber so wäre, dass es eine nennenswerte Anzahl Armer in der Korinther Gemeinde gäbe, es läge doch nahe, dieses Argument gegen die Kollekte anzuführen, zu sagen, warum schicken wir unser Geld nach Jerusalem? Wir brauchen es selbst für die Armenversorgung. Wir finden nichts dazu. Die zweite Stelle. Denn ihr Philipper wisst auch, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Makedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Wir müssen hier in diesem Zusammenhang offenbar mit insgesamt 3 Unterstützungsmaßnahmen in relativ kurzer Zeit rechnen. Einmal in Korinth, daraus wissen wir auch was aus dem 2. Korintherbrief. Das ist dann das, was in Vers 15 erwähnt wird, also ich wegzog aus Makedonien. Und dann 2-mal in Thessalonich. In der Literatur nahezu unbeachtet bleibt der Umstand, dass bei der hier geschilderten, wiederholten Unterstützung nicht nur die reinen Kosten für die Spende an den Apostel anfallen. Es entstehen Reisekosten. Diese umfassen gegebenenfalls die Kosten einer Schiffspassage nach Korinth. Bei einer Landreise nach Thessalonich oder Korinth umfassen sie die Kosten für die überlebenswichtige nächtliche Einkehr. Darüber hinaus benötigen die Gemeindeglieder, die mit der jeweiligen Spende zum Apostel geschickt werden und während ihrer Reise ohne Einkommen sind, ebenfalls eine Versorgung. Der finanzielle Aufwand dürfte somit erheblich über dem Aufwand für die Spende an sich hinausgehen. Dann müssen aber der Gemeinde in Philippi, zumindest in deren Frühphase, um die es hier geht, Menschen angehören, die über materiellen Überschuss verfügen. Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Szenarien vorstellen. Eventuell gibt es viele Angehörige von mittleren Schichten mit moderatem Überfluss und weniger Arme.
Man kann sich natürlich auch ein Szenario vorstellen, in dem es viele Arme gibt, aber einige ausgesprochen wohlhabende Leute, die den Großteil dieser Kosten übernehmen. Eines wird man sagen können: Eine Gemeinde, die nur aus armen Menschen besteht, wird die materiellen Mittel zur hier dargestellten Unterstützung nicht aufbringen können. Kurz ein Fazit. Wie muss man sich die sozioökonomische Situation der frühen Christen vorstellen? Zunächst unterschiedlich. Für jede Gemeinde ist diese Frage separat zu erörtern. Pauschale Antworten sind nicht möglich. Tendenziell wird man meines Erachtens aber entgegen der älteren Forschung mit einem größeren Anteil von Menschen rechnen müssen, die über einen mittleren oder sogar hohen sozioökonomischen Status verfügen. Ich schließe mit einem kurzen Blick auf einige Literaturhinweise, unter anderem die erwähnten Werke. Und ich habe mich jetzt auch zweimal schon dazu geäußert, das letzte eine Open Access Publikation wird nächste Woche voraussichtlich abrufbar sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.